Nachbarle. Haben wir noch wegen, oder? Ja, du, ich glaube, oder? Haben wir noch Zeit, oder? Du sollst noch mal aufs Klo, aber. Oh nein, guck! Oh, hier müssen wir drauf. Herzlich willkommen zur Foodskoch-Rosenmontag-Show. Ja, herzlich willkommen zur ersten Live-Ausgabe überhaupt in der Geschichte der Foodskoch-Rosenmontags-Show, gell? Online live, genau. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt an mobilen und stationären Endgeräten. Wir hoffen, der Empfang passt. Ihr hört uns. In Deutschland, Österreich, ja. Und natürlich auch der Schweiz, gell, wie man es gewöhnt ist. Natürlich, euch erwartet heute hoffentlich ein bunter Mix aus Comedy, Musik, Kleinkunst und sonst halt noch irgendwas, gell. Ein bisschen wahnsinnig. Ja, gucken wir mal, was sonst noch so auf uns zukommt. Ja, als allererstes möchten wir uns erstmal natürlich bedanken, wie gesagt, bei euch live vor den Geräten, wie gerade schon erwähnt. Und ihr habt es ja, einige haben es ja mitbekommen, wir haben ja eine kleine Verlosung gestartet für unsere Partypakete. Und da durften wir gleich zu Beginn mal die Gewinner noch begrüßen. Das wäre einmal die Jessica und die Andrea. Genau. Dann die Familien Bissel und Putz. Genau. Dann haben wir noch Achim Mink mit Familie. Herzlichen Glückwunsch. Dann Zengle und Family natürlich. Nicht richtig, genau. Dann natürlich auch relativ große Rahmen. Familie Spitznagel und Käfer. Die hocken wohl zumindest ein Sechster. Mehr wissen wir nicht genau. Vielleicht dürfen wir das auch nicht. Genau, vielleicht dürfen wir es auch nicht sagen, man weiß es nicht. Und als letztes noch natürlich Eli und Fritter. Genau, herzlichen Glückwunsch an euch. Vielleicht sagen wir vorab auch noch Danke für alle, die uns hier unterstützt haben. Ja. Auch ans Catering, Rapsi, vielen Dank. Auch an dich, gell? Und ja, wollen wir nicht weiter groß rumschwätzen, hätte ich sagen? Ich glaube, wir können starten und wir beginnen gleich mit einem Spiel. Der ein oder andere, der kennt es noch von früher, also uns gab es noch nicht. Wir waren da noch nicht mal in Planung, glaube ich. Ja, es ist, früher hat man dazu gesagt, sogenanntes Telespiel. Das heißt, wer sich noch daran erinnert, wenn man mit so zwei Strichle quasi Tennis spielen kann, nuff und ab, und da so ein kleiner Punkt hin und her fliegt, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran. Genau. Und das haben wir jetzt auf musikalische Art und Weise versucht, ja, sagen wir mal, umzusetzen. Und ich würde sagen, da stellen wir auch die ersten Kandidaten, beziehungsweise unsere zwei Kandidaten direkt vor. Genau. Und zwar läuft es so, dass einer von unseren Kollegen, und zwar, jetzt begrüße ich der Michael. An der Trompete. Michael, komm her, an der Trompete. Der Michael hat das Gerät oder sein... Sein Schläger, sage ich jetzt mal, wird er mit seiner Trompete steuern. Das versucht er daheim auch immer mit mäßigem Erfolg. Aber ja, das macht es. Und dann haben wir unseren zweiten Kandidat. Das ist dann der Steffen an der Posaune. Hallo. Genau. Und die zwei bieten sich jetzt ein Duell gegeneinander. Habt ihr euch noch irgendwas zum Sagen vorher? Nein. Dem rede ich nicht mehr. Also, man merkt, es ist leichte Spannung in der Luft. Von dem her, wir wollen es nicht länger rauszögern. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Spiel Nummer 1. Pong. No, wow, das ist ein hartes Match, sehe ich. Oh, das war ein klarer Torwartfehler. da hat er sich ausgeruht. Jetzt komme ich auch. Spannend, 4-4. Oh, das geht durch. Ich schon eine 4 durch.
Sich verschätzt. Kopfwand. Jawohl. Komm auf mich. Mensch. Matchball abgewehrt, bis 10 geht's nämlich. Jetzt wird's eng. Ausgleich. Ausgleich. Das war das 10-9. Der Sieg geht an die Posaune. Herzlichen Glückwunsch, Steffen. Und ganz große Montags-Like, da du dir vorne an der Theke eine Wurst und eine Spezi abholen, gell? Vielen Dank. Sehr gerne. Und Michael, nimm dich nicht so hart. Kriegst du für ein Bier. Hat sich's doch geklont. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank an euch zwei. Jawohl. Und Applaus für den Kameras. Darf ich mal batschen? Ruckzuck. Live in der Show sozusagen von unserem Showsofa hier in unseren Studios. Vielleicht mal so ein kleiner Tipp, wer nicht weiß, wo wir sind. Wir haben ziemlich viel mit FC Bayern Logos hier um uns rum am Hut. So, als kleiner Tipp. Ja, der eine findet es gut, der andere weniger. Wissen wir nicht. Übrigens so ein kleiner Hinweis, da wir live sind, ihr dürft auch gerne, wie der eine oder andere vielleicht schon rausgefunden hat, im Chat live kommentieren, wenn es euch gefällt. Ja. Gebt uns eure Meinung. Wir hoffen natürlich, euch gefällt's. Wir geben uns alle Mühe. Wenn uns was irgendwas Dummes passiert, wir sind live. Seht uns nach. Ja, wir wollen es nur noch mal betonen, also dieses live. Aber live ist wichtig, ja. Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt aus dem Live in den ersten Nicht-Live-Punkt. Richtig. Ja. Jetzt haben wir nämlich den ersten Video-Einschnitt sozusagen. Und zwar dreht sich der um zwei... tolle Typen. Ja, gut aussehend. Heiße, sportliche. Stark. Da wären sie gerne auf jeden Fall, sagen wir mal so. Genau. Sie sind bekannt aus der Radsportwelt. Lokal, überregional, aber hauptsache im Lokal. Ja, aber nicht fürs Fahrradfahren, muss man dazu sagen. Sondern sie eher haben, am Bier. Sie haben ihre Stärke eher am Glas, ja, das kann man sagen. Und die zwei Buben, die fahren gerne mal Ortsrunde. Und weil da so ein geschwätzt wird, das würde ich sagen, seht ihr jetzt. Max ab. Viel Spaß. Ja, hey, servus Nachbarn. Hey, grüß dich. Hi, jetzt? Du, ich würde sagen, wir fahren direkt los. Das würde ich auch sagen, ja. Guck mal, was los ist im Ort. Ein paar neue Kuppe gibt es bestimmt wieder. Aber wow, wir sind doch weg vom Markt. Was soll ich mir jetzt auch noch neue Kuppe? Nein, Mann, du Dattel, die Puppe vom Narrenverein, meinst du? Ach so, die meinst. Ja, aber du, das finde ich eine richtig, richtig gute Idee. Hoffentlich sind auch noch alle da. Ja, das kann man nur hoffen, weil die Frau Kolumna, die Frau Dodera, besser gesagt, bitte um Entschuldigung, die war ja letzte Woche schon kräftig noch am Berichten bezüglich hier Diebstahl, Vandalismus etc. Ja, gut, dann. Kannst halt auch nichts machen, Hirnlose gibt es überall. Ja. Ja. Aber ja, jetzt hat es ja doch noch geklappt. Wie kommt es eigentlich, dass du jetzt Sonnenzeit gehabt hast? Ich hab gedacht, du musst mal wieder daheim bleiben. Das hat die Frau, denke ich. Da waren wir Mittagessen, dann war ich danach so ein bisschen am Abspülen halt in der Küche und auf einmal kommt meine Frau rein, packt mich am Schlawittchen, zieht mich ins Schlafzimmer, wirft mich aufs Bett. Und fängt dann mit der Handschelle zum Wackeln.
Und dann sagt sie, los, wechsel dich ans Bett und dann mach, was du willst. Ja, bin ich. Ja, gut, so kann es natürlich auch gehen. Aber absolut, ich kann da auch eine Geschichte erzählen. Wir waren vor kurzem, seit langem, mal wieder mit der ganzen Familie Radfahren. Mhm. Und dann sind wir bei Bertolla an der Weide vorbeigefahren und da ist Hanna Pause gewesen. Und na, wir haben dann angehalten und so ein bisschen geschwätzt. Und na, irgendwann fragt meine Frau, sagt sie, du Hanna, ja, sag mal, wie oft kann denn eigentlich so ein Stier am Tag? Und dann sagen sie, ha, wenn es gut läuft, schon so 8 bis 10 Mal. Da guckt mich meine Frau an und sagt, süß. Ja, dann habe ich gefragt, ja, Hanna, halt mal. Immer mit der gleichen Kuh? Ne, sagt sie, nein. Dann sage ich, süß. Also, ja, kann ich gucken. Aber du, sag mal, was anderes? Sind eigentlich die Sigrid und die Volker, die wieder zurück aus dem Urlaub, weißt du das? Oh, das ist eine gute Frage. Also, wegen wahr? Ja, weil das war ja nicht so ganz klar, weil die sind ja auf Malediven geflogen, die zwei, und wie die dort angekommen sind, sagt Sigrid zum Volker, das ist so nett hier, das ist Wahnsinn, ich bin echt sprachlos. Und dann hat der Volker kurzerhand entschieden, super, klasse. Da bleiben wir die nächsten 6 Monate. Ja, gut. So kann es natürlich mal gehen, oder? Ja. Ja, du, es gibt auch die andere Seite. Also, wir haben daheim letztens, muss ich echt sagen, exzellent aneinander vorbeigeschützt. Ein richtig klassisches, also, Missverständnis. Ja. Sapse, die wollte mit mir unbedingt ein Kino machen. Keine Chance, unbedingt. Okay. Das ist doch ganz nett eigentlich, oder? Ja, außer Frage. Das ist schon. Sie meinte dann nur zu mir, oh Tommy, ich mag doch die Filme so gern, wo man am Ende eine Tempotasche drauf hat. Na, ich sagte, oh, stimmt, ich auch. Du und du. Aber, ey, apropos Missverständnis, das ist jetzt auch ein Klassiker. War ich im Kaufhaus, im Aufzug? Ja. Dann läuft eine rein, die hat ein riesen Busekind. Machst du gar kein Bild. Okay. Und dann sagt die zu mir, drücken Sie bitte die 2. Ja, und? Ja, Schwengli, eskaliert. Ich glaube, ich habe da was missverstanden. Kann ich nur so sagen. Ja, gut. Bei so einer Aussage kann man das auch mal missverstehen. Das kann passieren. Absolut. Sag mal, du, hast du es vom Radfahren auch so im Nacken? Wieso ist er steif? Nein, das schon. Aber der Nacken ist größere Problem. Du bist ein Dippel. Du, ich hab auch ein ganz anderes Problem. Und zwar? Mein Rechner daheim, der spinnt. Also du kennst dich doch ein bisschen aus. Ja. Ja. Der schreibt seit kurzem nur noch Großbuchstaben. Ja, hast du vielleicht die Feststelltaste gedrückt? Nein, das habe ich selber gemerkt. Ist klar. So. Egal. Anderes Thema. Egal. Ich war letztens, glaubst du gar nicht, auf der Fasnet. Man glaubt es kaum. Nein. Na doch. Ja, wo war denn das? In Schweiz waren wir. Sag's dir, reine Eskalationsparty. Na gut. Absolut üble Party. Das ist stark, weil das hat jetzt schon gefehlt, muss man schon sagen. Absolut. Aber es ist natürlich gleich so dermaßen eskaliert. Wir sind in der Bar gestanden, morgens 5:30 immer noch. Dann war so ein Typ, als Indianer verkleidet. Der geht auf einmal raus und kommt nach 10 Minuten kommt er wieder rein. Völlig zerstört, sag ich dir. Federn überall rumgehängt, Ohrläpple abgerissen, Zähne ausgeschlagen. Ach, was ist mit dem passiert? Ja, haben wir ihn dann auch gefragt, was mit dem passiert. Ich sagte, ich habe gerade Schlägerei gehabt, aber ihr solltet mal den anderen sehen. Der hat nichts. Ja gut, mal gewinnt man, mal verliert man.
Gell? Und manchmal gewinnen die anderen. Das stimmt. Keine Chance. Naja, du. Aber wir waren letzte Woche mal wieder beim Chinesen zum Essen. Mhm. Und dann habe ich so die Karte studiert. Und ich muss echt eine Bedienung holen. Ich habe gerufen. Dann sage ich, sie tut mir wirklich leid, aber sie müssen mir helfen. Wie spreche ich denn das Gericht aus? Das ist immer einfach, oder? Ja. Und dann sagt sie, oh, das ist doch ganz einfach. A38. Ja. Clever. Kann man machen. Ja, das kann halt vorkommen. Ja. Ich habe dann mit meiner Frau noch was besprochen. Und dann habe ich auch so gesagt, du Schatz, also ich habe es mir jetzt wirklich lange überlegt, aber ich glaube, ich will keine Kinder. Hä? Ja. Und dann hat sie doch tatsächlich gesagt, da bin ich jetzt echt beruhigt. Ich nehme mich gar nicht. Was? Jetzt bin ich aber verwirrt. Dann sag ich, ja, das ist eigentlich super. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wer sagt's denen? Oh, Kerle. Ja. Aha, so ist das halt. Schließlich und endlich hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Und Jungs da draußen, zum Abschluss geben wir euch noch eins mit auf den Weg. Wenn du nachts nach Hause kommst und deine Frau fragt dich, weißt du, was mir überhaupt nicht passt, dann ist Größe 36 definitiv die falsche Antwort. Herzlich willkommen zurück auf unserem Sofa. Ich glaube, ihr gebt mir recht, die zwei Jungs, also wir haben mit denen nichts zu tun, aber die haben alles gehört. Die haben alles gehört, hat man dabei nicht gesehen. Die waren richtig fertig danach. Harte Beinarbeit. Aber die Ortsrunde wieder souverän erledigt. Wie ihr feststellt, wir haben zwei neue Gäste auf dem Sofa. Die Katja und der Klaus. Ja. Ah, Helene nicht zu vergessen übrigens, da hinten. Sie beehrt uns heute Abend auch. Ja. Grüße nach Föhringer. Ja, wir dürfen auch noch Gäste aus Renkwieshausen begrüßen und aus Wangen. Ja. Servus an euch und auch natürlich weiterhin an alle anderen. Wir haben fast 100 Zuschauer. Sind wir unfassbar stolz drauf. Vielen Dank an alle, die sich das antun. Wir übernehmen keine Garantie. Ja, ja. Gottes Wille. Ja, und jetzt kommen wir ja tatsächlich zu unserem nächsten Punkt, weil... Ja, dieses ganze Millionen-Investment, das wir hier haben und sämtliche Strafzahlungen... Die uns noch erwarten werden wahrscheinlich. Ja, die uns noch erwarten werden und natürlich auch unseren Lebensstil, den wir hier pflegen, der muss irgendwie finanziert werden. Ja. Hörspiel ist teuer, aber mittlerweile sehr teuer. Unfassbar, Klaus, falls du zuguckst. Ja, wir hätten uns aber frei, wie er freut. Genau. Aber darum müssen wir jetzt auch hier einen kleinen Werbeblock einschalten. Aber es ist kein Grund, vom Fernseher wegzurennen. Genau. Weil es ist ein bisschen Werbung. Man kann sagen, mit Programm, oder? Aber wer die Fußgänger kennt, der weiß, wenn wir Werbung machen, dann hat es auch Programm gehabt. Genau. Und der Super Bowl, der wäre stolz auf uns, der wird sich. Ja, Vonschreiben. Er würde sich absolut vonschreiben. Also von dem her würde ich sagen. Ja, jetzt gehen wir ab in die Werbung. Bis gleich. Kriegt jetzt Treuepunkte beim Adana für jeden Döner. Ich krieg auch Treuepunkte bei Dr. Leitl für jede Impfung. Thank you.
1,7 Millionen. Im Lotto gewinne, Dätsch. Was dätsch du dann mache? Ich dät ein Pilot werden und ein Flugzeug kaufen. Und du? Ich wär ein Wirt und dät in Seitdingen zwei Wirtschaften kaufen. Es mitkriegt. In Gunningen hatten sie letztes Jahr keine Ortsschilder mehr gehabt. Die haben sie geklaut. Und den Seitingen Oberflach haben sie dann der Sio Fasnachtsbändel geklaut. So sieht's aus. Ja, hier sind wir wieder zurück aus der Werbung. Herzlich willkommen zurück. Wir hoffen, die kleine Werbepause hat euch ein bisschen inspiriert. Zumindest mal Snaps kann man jederzeit auch bei dem Mutzke eures Vertrauens. Käuflicher Werbe. Käufliche Werbe, ja. Immer melden. Immer melde bei uns. Kein Problem. Jetzt, du... Hast du schon mal was von Tutengag gehört? Tutengag, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Aber ich glaube, das ist schon 2 Jahre her. Das war, glaube ich, Fußgehosenmontag schon in der Halle. Ja, das kann schon sein. Und aber ich glaube, Fabienne und der Michael, ja? Die haben da was ganz gefickt eingeschädelt, kann man sagen. Solche Sachen machen die? Manchmal, ja, wenn sie alleine sind. Okay, also da will ich nicht weiter einhaken, da würde ich sagen, wir geben direkt ab an die Beiflühne. Test. Live ist live. Ja. Guten Abend, Kaffee in Feber. Hallo, Kichern Möhrer. Du, neulich war ich bei der Karspasse. Bei der Karspasse? Wieso denn bei der Karspasse? Na, ich wollte einen Kredit aufnehmen, aber die haben gesagt, ich brauche Hicherseite. Hicherseite? Was denn für Hicherseiten? Ha ja. Zum Beispiel ein Schuldgrund, ein Typohet oder ein Bürge oder so. Ein Bürge? Ja, was hast du dann gemacht? Ha, dann bin ich aufs Rathaus und hab zum Schultes gefragt, willst du für mich bürgen, Jul? Haha. Ja, jetzt sind wir dieses Jahr wieder da. Am Mosin-Rontag bei der Mutzkopfphysik. Du, kennst du eigentlich etwa von der Mutzkopfphysik? Natürlich kenne ich jemanden von der Mutzkopfphysik. Bumzeispiel die Bibille Seier. Die spielt auch Prompete, wie ich. So, Prompete. Ich kenne aber auf der Sopaune. Auf der Sopaune? Ja,
der Fei Kucks. Der Fei Kucks? Der Luder von der Brisa, meinst du? Ja, genau, der Luder von der Brisa, mein ich. Oder vom Dufner, da spielt ja Satter und Fohn auf der Sopaune. Satter und Fohn? Ja. Du meinst der Stogger und der Geffen? Ja, genau, die zwei. Ja, oder Diana Manwill. Diana Manwill? Obwohl sie schon jemand hat. Oder kennst du den Fischtian Krux? Ja, den kenne ich auch, der Fischtian mit seiner großen Grommel. Oder am Zagschleug, der Mision Bench. Den kennt doch jeder. Kennst du auch jemanden, der Taribon spielt? Taribon. Ah, der spielt doch vom Fritzig, sei Weddy. Genau, die Wederike Fritzig. Und ihr Mann, der spielt doch des Wose Kreise Fusason. Ja, der spielt des Fusason. Der will halt auch mal was Hosses in der Krant haben. Und weißt du, wer auch noch des Fusason spielt? Na, der Vorstand von der Mutzger Pfusig. Doch, recht hecht. Der Hominik Doofmann. Genau, der Hominik Doofmann. Der hat ja auch nicht alle Zatten am Laun. Genauso wie der Xorstand vom Fangverein. Der Xorstand vom Fangverein? Vom Kriederlands? Du meinst den mit der Haar am Arsch? Mit der Haar am Arsch? Ja, mit der Haar am Arsch. Du meinst Stebimpt, der Weffen Steishaar. Ja, genau, der Weffen Steißer, der Vorstand vom Kriederkranz. Du, 40 Tage, hast du schon das Drama am Kindergarten Kit benommen? Am Kindergarten? Ja, weißt du, an der Schinderkuhl, oder wie man heute sagt, das, an der Tinderstageskette. An der Tinderstageskette? Nein, war denn? Zoffel? An der Schinderkuhl? Haben sie ein Problem mit den Matterflays? Ein Matterflays-Problem? Ja, ha. Der Kindergarten wird doch umbaut, nur gibt's ein großes Staubel. Und radum wollten sie die Hecke am Kindergarten abbauen. Ah, das dürfte ja kein Problem sein. Oder hat der Haubof gerade Urlaub? Nein, fällt dir da, die Hecke sei ein Tio-Bob. Und eine Bleitlanke für die Matterflies fein biege. Wer behauptet das? Die vom Schaturnutzamt. Nee, gau. Schaneinen orientieren sich die Matterflies fein biegen an der Hecke und finden dann nicht mehr heim. Ja, das mundert mich aber nicht. Da kann ich die Matterflies schon stoffehen. Warum hast du jetzt Litmeid mit den Matterflies? Wenn ich nachts Seboffen heimlauf? Du meinst Tribunken? Fernstadelhol? Negau. Dann orientiere ich mich auch immer an der Hecke, dass ich gut keim hum. Sag oh, meinst die Matterflies sind von der kärigen Girsche vom Kirschbaum im Garten Tribunken? Stebimmt nicht. Den Kirschbaum hat der Haubof auf Befehl vom Mürgerbeister ja schon riederwächtlich umgemacht. Dann schauen wir mal, wie das mit der Hecke ausgeht. Vielleicht gibt's ja noch ein Heckenfest an der Schinderkuhl. Es wäre schön. Jetzt haben wir aber wieder genug Schummedeis geschwätzt und Stubaben der Faust. Wir tschagen Sau mit einem kräfach kräftigen Naro. Nari! Naro! Nari! Naro! Nari! Spiel Fasno. Ja, herzlich willkommen.
willkommen wieder zurück auf der auf dem Live-Sofa sozusagen. Wir haben gerade das Feedback gekriegt, dass es eventuell die ein oder andere Streaming-Problematik gibt, dass es ab und zu wegen hängt. Wir bitten dies zu entschuldigen. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Wir sind jetzt einfach mal so arrogant und schieben jetzt auf die vielen Zuschauer, die wir haben. Gell? Kleiner Spaß. Wir bitten dies zu entschuldigen, wenn es zur Störung kommt. Dann hoffe ich, wir haben trotzdem ein bisschen Spaß zu Hause. Ja. Wir versuchen es zu beheben bei allem, was wir hier machen können. Aber wir hoffen trotzdem für euch, macht es trotzdem Spaß. Ihr könnt dem folgen, was wir tun. Und ihr versteht auch alles, was da so durchkommt. Wir hoffen es. Tja, vielen Dank an unsere beiden von Tuttengarg, an Fabienne und Michael. Bei uns geht es ja heute wieder mal Schlag auf Schlag. Das kann man so sagen. Genau. Und zwar geht es jetzt musikalisch weiter. Wie viele wissen, gibt es ja jedes Jahr, gibt es ja von der Fuzker-Musik gibt's einen Fuzker-Song. Ja. Und okay. Der wird performt vom zweitgrößten Trio eigentlich aller Zeiten. Ja, nach alle anderen. Ja. Zweitgrößte Trio nach alle anderen. Und man könnte es vielleicht vergleichen mit diesem Anmachspruch. Wir sind so schlecht im Bett, das müsst ihr erlebt haben. Also lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr aufs Klo gehen wollt, dann verschiebt das bitte noch ein bisschen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, genau richtig. Das müsst ihr jetzt echt aufhalten, weil man kann auch sagen, das ist ein neuer Stern am Schlagerhimmel. Ganz klar. Also, da mit Sicherheit kommt der richtige Brett auf euch zu. Wir wollen nicht so viel vorwegnehmen, aber wir haben auch da, deswegen wäre die Werbung, keine Kosten und Mühen gescheut. Und drei großartige Jungs engagiert. Ja, die live, ja, sagen wir mal halb live, performt haben. Live kennen sie nicht so gut. Aber mit Technik kriegen wir alles geregelt. Und von dem her wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, würde ich sagen. Gebt's euch. Viel Spaß. Musikalisch. Kennst du die Fuzker Musik? Ja, ja, ein bisschen schon. So manches Lied, es hört sich aber ganz schön komisch an. Susa und die sind weiß und die spielen jeden Scheiß am Instrument und auch am Krug, an die Posaunen gut dazu. Ich kann höchstens Bauchflöten, egal, dann spielt Schall Trompete. Die Lyra, die spielt, was sie will. Im Sommer wär's ein guter Grill. Der Masa schreit darum, es gibt es Chemie, weil es spielt sie, ob es wär für den. Fuzker-Musik, ole, ole. Gender-like, das spielt sein echter Mauer-Vibe. Im Gegensatz von Pete 2, da ist kein einziger Malerwein. Saxitor spielt in S, aber klinge gut wie das. Die Geschöpfe am Gestell spielt schnell. Der Porsche hat was nicht auf, was kommt als nächstes dran? Da fang ich auf gut Glück mit dem Lächeln an.
Fuskabusi, Fuskabusi, ole ola, ole ole. Fuskabusi, Fuskabusi, bei uns ist was geschehen. Fuskabusi, Fuskabusi, ole ola, ole ole. Ein bisschen hupen mit den Hufen, das schwitzt sogar. Sind wir nun wieder. Wir haben nicht zu viel versprochen. Es waren denke nicht, nein. Drei sensationelle Typen. Ihr habt gemerkt, es gab schon wieder eine kleine Veränderung auf dem Sofa. Bei uns ist hier quasi immer ein bisschen Bewegung im Spiel. Es geht nun schon weiter. Genau, und zwar mit der mehr oder weniger heißesten News aus seit der Oberflacht. Und der Welt, kann man sagen. Absolut. Immer up to date. Am Zahn der Zeit. Am Zahn der Zeit. Ob es einen interessiert oder nicht. Das meiste wird euch wahrscheinlich nicht interessieren, aber. Da können wir halt auch nichts machen. Ja, da müsst ihr halt durch. Ich meine, Tagesschau halt auch, gell? Und gut, wir können. Eins können wir sicherstellen: An den Nachrichten wurde definitiv nichts verändert bzw. präpariert, damit sie. Nee. Nachrichtencharakter kriegen, sage ich jetzt mal. Also genau. Aber wie der Donald Trump damals schon gesagt hat, you are fake news. Guten Abend, Fusker Fake News. 2021. Corona hat uns im Griff. Großveranstaltungen werden weltweit abgesagt. Olympische Spiele in Tokio ohne Zuschauer. Fußball-Europameisterschaft ohne Zuschauer. Southside Festival verschoben. Doch die wahren Menschenmassen treffen sich in Seitingen-Oberflacht. Dorffest Seitingen-Oberflacht. Abgesagt. Weihnachtsmarkt Seitingen-Oberflacht. Abgesagt. Denn in Seitingen-Oberflacht gilt nicht die Basis, nicht die Warnstufe, nicht die Alarmstufe. Die Alarmstufe Buhl. Virenfrei mit aller Macht. Bei uns in Seitingen-Oberflacht. Ha, aber was, Michael? Wärst du vom Gemeinderat gewesen, dann hättest du bestimmt einen Stand am Weihnachtsmarkt machen dürfen. Ja, das kann gut sein. Wer kennt ihn nicht? Marcel Hellmann aus Seitinger Oberflacht, früher bekannt als Gässleblitz. In Nachbargemeinden auch als Seiting Oberflat bekannt. Seit Jahren zuverlässig beim Hirschen auf dem LKW zu Hause. Doch Marcel Hellmann hat die Firmenideologie dermaßen verinnerlicht, dass er von der Geschäftsleitung nun innerbetrieblich versetzt werden musste. Nicht doch nicht. Denn seit einiger Zeit hat er am LKW-Führerhaus keinen Platz mehr und hat nun eine neue Tätigkeit in der Lagerhalle annehmen müssen. Noch ein Programmhinweis für heute Abend. The Masked Singer, jetzt auch in Seitingen-Oberflacht, live, jeden Donnerstag, im Gemeindezentrum. Und im Sommer,
The Masked Singer auch auf der Terrasse der NS Torture am Bodensee. Seitdem Oberflacht. Die Umladestation von Haus- und Sperrmüll sowie Altholz soll auf der Kreismülldeponie in Thalheim verlegt werden. Dafür müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Die Gemeinde Seitdem Oberflach gibt deshalb ungern und nur zähneknirschend knapp 6 Hektar an landwirtschaftlichen Flächen ab. Das hat Entsetzen und Unverständnis beim Gemeinderat ausgelöst. Um keine landwirtschaftlichen Flächen abzugeben, hat die Gemeinde Seitdem Oberflach eine repräsentative Bürgerumfrage in Seiting durchgeführt. Diese kam zum Ergebnis, dass man die 6 Hektar Nutzfläche behält, dafür aber den Ortsteil Oberflacht abgeben wird. Man ist sich einig, davon hätten alle mehr. Jetzt kann ich laut sagen. Ja, Corona lässt uns nicht los, gell? Die Maskenpflicht, die ist schon lästig. Man erkennt die Leute nicht mehr beim Vorbeigehen. Brillenträgern wie mir läuft immer die Brille an und man versteht den anderen beim Reden kaum, selbst wenn er nüchtern ist. Laut einer Studie von Vodafone ist auch die Qualität bei Handytelefonaten mit Maske deutlich schlechter. Der Vodafone-Shop Tützak aus Tuttlingen empfiehlt daher, die Nase beim Telefonieren immer aus der Maske heraus hängen zu lassen. Das verbessert die Sprachqualität deutlich, angeblich sogar um bis zu einem G. Wenn Sie also zum Beispiel im 3G-Netz mit einem Infizierten telefonieren, haben Sie unter Umständen ein paar Tage später schon 4G, wie Tests belegen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Unter diesem Motto hat Metzgermeister Würle im letzten Jahr seine Kunden aufgerufen, für die beste Wurst in der Theke zu stimmen. 4 Wochen hatten die Einwohner in Seiting-Oberflach Zeit, Wurst zu probieren und zu bewerten. Ganze 334 Stimmen wurden abgegeben und das Ergebnis hat nicht nur den Metzgermeister überrascht. Hier exklusiv aus erster Hand die Ergebnisse. Auf Platz 5 mit 35 Stimmen der Klassiker Dieder. Auf Platz 4 mit 43 Stimmen, ziemlich überraschend, auch für uns mussten wir vorher zugeben, Seledit. Ganz knapp auf Platz 3 mit 44 Stimmen, na, die dahinter. Die kaufe ich auch immer. Die Spur, gell? Ja, die Spur. Ja, die dahinter, ja. Ziemlich deutlich setzen sich jetzt nun die Plätze 2 und 1 ab. Auf Platz 2 mit 78 Stimmen. Nein, stopp, stopp, Dieter Nebel, da, da. Und der Sieger mit stolz 134 Stimmen, auch mein klarer Favorit, die verletzt mal. Damit steht für Metzgermeister Würde fest, sei wurscht, das ist die Best. Jetzt noch eine Meldung aus der Wirtschaft. Auf dem diesjährigen Haushalt-Werkzeug-Sanitär-Kongress, dem Hau weg die Scheiße, in Castrop-Rauxel, gab der Geschäftsführer der Firma Elektrobisser, EMB aus O, bekannt, dass er neben Elektro zusätzlich nun auch im Sanitärbereich unterwegs ist und daher eine Umfirmierung stattfindet, der den neuen Bereich mit abdeckt. Ab sofort wird aus Elektrobisser Elektropisser. Wieder zurück zur Politik. Seit einiger Zeit steht die Polizei im Verdacht, teilweise von rechts unterwandert zu sein. Immer wieder werden rechtsextreme Chats, Gruppen und Polizeibeamte aufgedeckt. Vor wenigen Tagen wurde in Seitingen-Oberflacht vom Verfassungsschutz auch ein Polizist verhaftet, der eindeutig als rechts identifiziert wurde. Er wurde umgehend von seinem Posten entfernt. Seitingen-Oberflacht. Das E-Auto, das Fahren mit Strom, ist unaufhaltsam im Kommen. E-Autos in allen möglichen Variationen überschwemmen den Automarkt.
Voll Elektro, nur mit Strom. Hybrid ohne Laden. Plug-in-Hybrid mit Benzin und Strom. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Eine negative Eigenschaft wird den Stromern aber vorgeworfen und hält auch noch viele Fahrer vom Kauf eines E-Autos ab. Die noch zu geringe elektrische Reichweite der Akkus. Doch ein Tüftler aus Seiting-Oberflach in Baden-Württemberg, dem Mutterland des Automobils, hat mit einer bahnbrechenden Erfindung die E-Auto-Reichweite um Lichtjahre nach vorne gebracht. Das ist Werner Käfer, besser bekannt als Käfer Werner. Ein Pionier in Sachen E-Auto. Das ist das E-Auto von Käfer Werner. Ein rein durch Strom betriebenes Fahrzeug mit einer Akkureichweite von ca. 230 Kilometer. Damit kann er zum Beispiel 198 Mal von daheim zum Fischteich fahren. Aber was ist dann? Akku leer, keine Ladestation in der Nähe, Irschwader oder Ursparhalle. Kein Problem mehr für Werner Käfer. Seine Erfindung macht aus einem reinen E-Auto im Handumdrehen ein Plug-in-Hybrid. Und was für einer. Mit einem großen dieselbetriebenen Notstromaggregat im Kofferraum kann er seinen Akku einfach aufladen. Während dem Fahren oder auch wenn er steht. Und das Tolle, er muss seinen Akku jetzt gar nicht mehr an der Steckdose laden. Er muss nur noch tanken. Nämlich das Aggregat und fährt trotzdem umweltfreundlich elektrisch. Käfer hat diese Erfindung bereits allen führenden Autoherstellern angeboten. Bisher leider ohne Reaktion. So, und wir beschließen nun die Fake News mit einem Programmhinweis auf ein musikalisches Ereignis. Der Blockbuster, neu auf Kirchberg TV. Live aus dem Kolosseum in Rom. In der Hauptrolle Alexander Krause als Delta und der Busfahrer als Omikron. Der neue Musical-Hit Jesus Christ Super Spreader. Zuschauer an den Geräten zu Hause, wir bitten nochmals um Entschuldigung. Es gab wohl diverse Schwierigkeiten mit dem Stream, es tut uns unfassbar leid. Wir haben es leider nicht im Griff, wir haben es getestet vorher, tut uns sehr, sehr leid. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, das im Nachgang nochmal anzuschauen. Das heißt, das war jetzt nicht die einzige Gelegenheit heute, das nochmal anzuschauen, also morgen, nachher, übermorgen, mindestens eine Woche haben wir jetzt nochmal verfügbar. Ja, es tut uns wirklich leid, wie gesagt, wir haben es getestet, aber wahrscheinlich gucken einfach von euch zu viele zu, hier bei uns in der Gegend, und die Leitung schnürt jetzt einfach zu, aber guckt es nochmal an, wir hoffen, ihr genießt es trotzdem heute Abend, trinkt einfach ein Bier mehr und dann sieht es auch gar nicht mehr so schlimm aus. Tja, aber nichtsdestotrotz machen wir noch weiter in unserem Programm, auch wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen tatsächlich. Das war's eigentlich fast schon wieder mit unserer Fußgänger Rose Montagsshow. Wie ihr alle wisst, gibt es ja immer am Schluss unser mittlerweile, ja, nach dem dritten Mal sagt man, das ist Tradition, und jetzt sind wir beim fünften Mal, glaube ich, schon. Es gibt immer einen Abschlusssong. Ja. Den haben wir natürlich auch schon seit einem Jahr schon wieder. Also haben wir eigentlich 2 Jahre Zeit gehabt, um den einzustudieren. Haben wir nicht gemacht. Vor 2 Wochen haben wir es gemacht.
Den hört er jetzt dann gleich. Vorher möchte ich aber jetzt erstmal noch allen danken, die hier an diesem Livestream mitgewirkt habe, die das alles möglich gemacht habe. Ganz genau. Ich denke, da können wir die Teilnehmer und unsere Helfer einfach mal direkt aufs Sofa bitten, glaube ich. Genau. Zum Abschied. Zum einen mal würde ich da mal aufs Sofa bitten. Zumindest mal ganz kurz, weil ich weiß, er muss wieder in die Regie zurück. Unseren Karl Lauterbach der Futzker Rosen Montagsshow. Er läuft immer schon mit erhobenem Finger, läuft da in die Sitzung rein. An der Regie, Steffen. Vielen Dank. Hallo. Dann haben wir natürlich an der Moderation, beziehungsweise an der Moderation der Fake News am Tuten Gag. Fabien, komm her. Hallo. So, und dann natürlich nicht zu vergessen, ebenfalls an der Moderation Fake News. Tuten Gag und auch wichtig, einer der drei, der ganz wichtigen drei, Michael Fröhrer. Aber ganz wichtige Person, sie hockt schon länger auf dem Sofa dabei, hat im Hintergrund sehr viel gearbeitet. Danke, Katja. Versteckt jetzt auf unserer Live-Bühne, diesmal richtig, unseren Klaus. Und natürlich nicht zu vergessen, er hat an Technik mitgewirkt. Und auch hier im Hintergrund am Programm, Simi! Ja, er kommt nachher noch zu seiner speziellen Aufgabe, aber das werden wir dann zur gegebenen Zeit gleich noch ankündigen. Und wer hier gerade immer schön unseren Livestream beobachtet und die ganze Zeit uns Feedback gibt, dass es ein bisschen Schwierigkeiten gibt, ist hinter die Freddy. Hallo. Ja, schade, dass sie den Stream leise langsam gedreht hat, aber gut. Nein, Spaß. Ja, dann tatsächlich nähern wir uns nun unserem eben angekündigten Abschiedslied. Und ich würde sagen, legen wir los. Ich will zu Futzker Musik. Ich will zu Futzker Musik. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Spielen an, denn ich weiß, dass diese Musik saufen kann. Ich will zur Futzkermusik. Mama sagt, trink Wasser pur und lass den Alkohol in Ruhe und kommt dann mal die Phasiszeit. Trink Alkohol, freies Radlerleid, dann sag ich no, 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 no. Damit werd ich des Lebens nicht mehr froh. Ich will zur Futzkermusik. Ich will zur Futzkermusik. Mir gar nicht auf das Spielen an, denn ich weiß, dass diese Musik saufen kann. Ich will zur Futzkermusik. Weißer sagt, will Sauferei, dann kommt doch noch stark's
in Gesangverei. Schulze meint, ein Hirschenhell gibt's auch bei Musikkapell. Da sag ich no, 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 no. Damit werd ich des Lebens nicht mehr froh. Ich will zu Fußgängermusik. Ich will zu Fußgängermusik. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Spielen an, denn ich weiß, dass diese Musik saufen kann. Ich will zur Fußgängermusik. Bin ich dann einmal tot, droht im Himmel mir Wasser und Brot. Doch Petrus sagt, du böser Strick, du kommst in Hüll zur Fußgängermusik. Dann sag ich yo, 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 damit werd ich im Leben endlich froh. Ich will zur Fußgängermusik. Ich will zur Fußgängermusik. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Spielen an, denn ich weiß, dass diese Musik saufen kann. Ich will zur Fußgängermusik. Ja, liebe Gäste, wie gesagt, das war das Ende jetzt von der Fußgängerrose Montagsshow. Nochmal vielen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben, auch alle im Hintergrund. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen wie Daniel, Simeon, bitte nach draußen zum Große. Ich gehe euch an. Abschluss. Großer Knall zum Schluss. Dankeschön. Vielen Dank an alle. Tschüss. Ciao.
Yeah.